Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin Annika. Heute erwartet dich ein ca. 60-minütiger Full-Body-Pilates-Flow, den wir mit einem Mini-Ball aufspeisen. Solltest du keinen Ball haben, kannst du stattdessen ein kleines, eher festes Kissen verwenden. Wir starten mit einem mobilisierenden Warm-up, arbeiten uns dann durch eine knackige Pilates-Sequenz, um den gesamten Körper zu trainieren, und enden mit einem entspannten Stretch. Das Ziel ist es, dass du dich richtig gut fühlst nach dem Workout und stolz bist auf dich. Hör also auf deinen eigenen Körper während dem Training, fordere dich selbst heraus, nimm dir aber auch gerne kurze Pausen zwischendurch, wenn du sie brauchen solltest. Wenn du bereit bist, dann schnapp dir deinen Ball, deine Matte, etwas zu trinken und let's go! Viel Spaß! Stell dich aufrecht hin, deine Füße hüftbreit auseinander und schließe die Augen. Komm ganz in Ruhe auf deiner Matte an und nimm dir diese nächste Stunde ganz für dich. Atme tief ein und aus und beginne langsam, deinen Körper zu aktivieren. Aktiviere sanft deine Beinmuskulatur, richte dein Becken auf, zieh den Bauchnabel sanft nach innen Richtung Wirbelsäule, lass deine Schulterblätter nach unten sinken und lass deinen Scheitel nach oben Richtung Decke aufsteigen. Öffne die Augen und lass die Arme mit der Einatmung über die Seite aufsteigen. Wechsel den Ball von einer Hand in die andere, atme aus, lass die Arme wieder sinken. Atme ein, lass die Arme über die Seite aufsteigen. Wechsel den Ball in die andere Hand und lass die Arme wieder sinken. Atme ein, lass die Arme über die Seite aufsteigen. Atme aus, komm auf den Ballen und bring die Hände nach unten vor die Brust. Drück den Ball dabei zusammen. Atme ein, lass die Arme wieder aufsteigen, die Fersen sinken. Atme aus, runde den Rücken, sinke nach unten. Atme ein, richte dich auf, lass die Arme über die Seite aufsteigen. Atme aus, heb die Fersen, lass die Arme nach unten sinken vor die Brust. Drück den Ball sanft zusammen. Lass die Fersen sinken, die Arme steigen auf. Sinke nach unten, runde den Rücken, wechsel den Ball von einer Hand in die andere und lass die Arme über die Seite wieder aufsteigen. Komm nach oben auf den Ballen, bring die Hände vor die Brust. Drück den Ball zusammen, die Arme steigen auf, die Fersen sinken, beuge die Beine, runde den Rücken, wechsel den Ball von einer Hand in die andere, lass die Arme aufsteigen. Drück den Ball zusammen, die Schulterblätter sinken nach unten, während du auf den Ballen kommst. Setz die Fersen ab, lass die Arme aufsteigen und sinke noch einmal nach unten mit rundem Rücken. Richte dich wieder auf, nimm den Ball zwischen die Hände und lass ihn vor die Brust sinken. Wenn du möchtest, dann öffne die Beine jetzt etwas weiter und streck die Arme nach vorne aus, den Ball zwischen den Händen. Beginne jetzt, deinen Ball in Achterbewegungen hin und her kreisen zu lassen. Streck deine Arme dabei nicht ganz durch, sondern lass sie etwas gebeugt. Halte dabei die ganze Zeit den Ball leicht zusammengedrückt und lass die Bewegung nach und nach langsam größer werden. Wenn du möchtest, dann lass deinen Oberkörper etwas mitschlängeln und wärme die Schultern und die Wirbelsäule langsam auf damit. Jetzt verändern wir die Bewegung etwas und lassen den Ball erst über dem Kopf kreisen. Und dann vor dem Körper. Beschreibe eine große Acht über und vor dem Körper. Beuge und strecke die Beine dabei. Lass den Oberkörper mitkreisen. Und wechsel dann die Richtung. Halte dabei die ganze Zeit den Ball leicht zusammengedrückt. Noch eine Runde. Dann richte dich wieder auf und bring die Hände vor die Brust. Drück den Ball etwas zusammen, die Schulterblätter sinken. Finde deine Balance auf dem linken Bein und lass das rechte Bein kreisen.
Lass den Oberschenkel im Hüftgelenk ein- und ausrotieren. Such dir einen Fokuspunkt vor dir, sodass du deine Balance leichter halten kannst. Und setz den rechten Fuß wieder am Boden ab. Wechsel die Seite. Finde deine Balance und lass dein linkes Bein in Achterbewegungen kreisen. Wärm die Hüftgelenke damit langsam auf. Und beginne schon hier ganz bewusst deine Körpermitte zu aktivieren. Zieh den Bauchnabel nach innen Richtung Wirbelsäule. Hab das Gefühl, du möchtest die Kraft in der Körpermitte bündeln. Setz den linken Fuß wieder zurück zu Boden. Und öffne deine Füße ein klein wenig weiter als hüftbreit. Atme aus, führ den Ball in einem Squat Richtung Boden. Atme ein, richte dich auf, den Ball in die linke Hand. Atme aus, streck dich nach rechts, mach die Flanke lang. Atme ein, richte dich wieder auf. Atme aus, Squat. Atme ein, der Ball in die rechte Hand. Atme aus, streck dich weit nach links. Richte dich wieder auf. Squat, die Knie über die Fußspitzen, der Ball Richtung Boden. Richte dich auf, der Ball in die linke Hand. Halte die Körpermitte aktiv, während du dich nach rechts streckst. Richte dich auf. Squat, schieb das Becken nach hinten. Richte dich auf. Streck den rechten Arm nach links. Richte dich wieder auf. Squat. Streck die Beine. Streck dich lang nach rechts aus. Öffne den Arm wieder. Ein letztes Mal. Squat. Richte dich auf und lass den rechten Arm weit nach links ziehen. Richte dich wieder auf. Öffne die Beine jetzt ein gutes Stück weiter als hüftbreit und dreh die Fußspitzen bequem zur Seite aus. Beuge und strecke die Beine und kippe diesmal nicht dein Becken, sondern halte es aufgerichtet und lass deine Sitzbeinknochen gerade nach unten schauen. Nimm den Ball jetzt in einer Hand und öffne die Arme zur Seite. Beuge die Beine und runde jetzt den Rücken, übergebe den Ball, richte dich auf und streck die Arme nach oben. Beuge die Beine wieder, übergebe unten den Ball und streck dich wieder nach oben aus. Atme immer aus, wenn du ins Plié sinkst und ein, wenn du dich nach oben aufrichtest. Deine Knie sind in die gleiche Richtung wie deine Fußspitzen ausgerichtet. Noch zwei Wiederholungen hier. Runde noch einmal den Rücken, sinke nach unten, richte dich wieder auf und bring die Hände vor die Brust, sinke nach unten ins Plié. Übergebe jetzt immer den Ball von einer in die andere Hand, immer abwechselnd unter einem Bein hindurch. Pulsiere dabei leicht auf und ab und halte deine Oberschenkel aktiviert, sodass deine Knie zur Seite ausgerichtet sind. Noch vier Wiederholungen hier. Übergib noch einmal den Ball, dann bring die Hände wieder vor die Brust. Halte hier noch ganz kurz in dieser Position. Noch für 3, 2, 1 und streck die Beine. Sehr gut. Dann schüttel die Beine kurz aus und dreh dich nach links. Komm ans vordere Ende deiner Matte. Und tritt mit dem linken Fuß nach hinten in einen Lunge. Wir beginnen hier mit einer kleinen Combo. Nimm den Ball zwischen deine Hände vor die Brust. Neige den Oberkörper nach vorne, sodass dein Scheitel und deine Ferse in einer Linie sind. Und streck die Arme jetzt nach oben über den Kopf hinweg aus. Atme ein, lass die Arme sinken und übergebe den Ball hinter dem Rücken. Atme aus, lass die Arme aufsteigen. Atme ein, übergebe den Ball noch einmal hinter dem Rücken. Atme aus, Arme wieder über den Kopf. Atme ein, führ den Ball vor die Brust. Atme aus, dreh dich nach rechts, bring den linken Ellbogen zum rechten Knie. Atme ein, dreh dich wieder nach vorne. Atme aus, streck den Ball wieder über den Kopf hinweg aus. Atme ein, streck das rechte Bein. Atme aus, beuge beide Beine und lass den Ball vor die Brust sinken. Atme ein, streck Arm und Beine wieder aus. Und atme aus, komm in die Ausgangsposition. Das Ganze von vorne. Übergebe den Ball hinter dem Rücken. Bring die Arme wieder über den Kopf. Die Arme wieder hinter den Rücken. Und wieder über den Kopf. Zieh den Bauchnabel nach innen. Bring die Hände vor die Brust. Schraube den Oberkörper nach rechts, den linken Ellbogen zum rechten Knie.
Dreh dich wieder nach vorne. Streck die Arme wieder über den Kopf hinweg aus. Streck das rechte Bein. Beuge beide Beine in einen Ausfallschritt. Streck Arme und Beine wieder und komm zurück in den Lunge. Übergebe den Ball. Streck die Arme wieder über den Kopf hinweg aus. Übergebe den Ball hinter dem Rücken. Die Arme wieder über den Kopf. Führ den Ball vor die Brust. Drück ihn die ganze Zeit zusammen. Dreh den linken Ellbogen zum rechten Knie. Dreh den Oberkörper wieder nach vorne. Streck die Arme über den Kopf hinweg aus. Die Schulterblätter sinken. Streck die Beine. Beuge beide Beine. Der Ball sinkt vor die Brust. Streck Arme und Beine wieder aus. Und komm in die Ausgangsposition. Letzte Runde. Lass die Arme sinken, übergebe den Ball, streck die Arme wieder nach vorne aus, übergebe den Ball ein letztes Mal, streck die Arme wieder aus, bring die Hände vor die Brust, schraube den Oberkörper nach rechts, dreh dich wieder nach vorne, streck die Arme aus, halte den Bauch nach innen gezogen, streck die Beine, beuge Arme und Beine, streck Arme und Beine wieder aus, komm wieder zurück in die Ausgangsposition. Und tritt mit dem linken Fuß nach vorne zum rechten. Sehr gut. Jetzt halte den Ball vor der Brust zusammengedrückt, die Ellbogen zeigen zur Seite. Hebe mit der Ausatmung dein linkes Knie Richtung Ball. Atme immer ein, wenn du das Bein wieder sinken lässt. Hebe das Knie so hoch wie möglich, aber halte dein rechtes Bein gestreckt. Bleib gerade aufgerichtet. Zieh den Bauchnabel nach innen und tippe mit dem linken Knie gegen den Ball. Halte den Ball die ganze Zeit zusammengedrückt, deine Ellbogen zeigen zur Seite und lass deine Schulterblätter nach unten sinken. Deine Körpermitte ist die ganze Zeit aktiv und dein Scheitel zieht dich nach oben Richtung Decke. Die letzten zwei, noch einmal und dann wechseln wir die Seite. Tritt mit dem rechten Fuß nach hinten, komm in den Lunge, zieh den Bauchnabel nach innen. Neig den Oberkörper nach vorne und streck die Arme über den Kopf hinweg aus. Dein rechtes Bein ist gestreckt. Atme ein, übergebe den Ball hinter dem Rücken. Atme aus, bring den Ball wieder über den Kopf. Atme ein, übergib den Ball. Atme aus, bring die Arme wieder über den Kopf. Atme ein, Hände vor die Brust. Atme aus, dreh den Oberkörper nach links. Atme ein, dreh dich wieder nach vorne. Atme aus, streck die Arme wieder aus. Atme ein, streck das linke Knie. Atme aus, Ausfallschritt. Atme ein, richte dich wieder auf, streck die Arme aus. Atme aus, zurück zum Anfang. Übergebe zweimal den Ball hinter dem Rücken und halte die ganze Zeit dein linkes Knie über deinem linken Fußgelenk. Streck die Arme wieder über den Kopf hinweg aus. Führ den Ball vor die Brust. Schraube den Oberkörper nach links, dein rechter Ellbogen zum linken Knie. Dreh dich wieder nach vorne. Streck die Arme nach oben aus. Streck das linke Bein. Beuge beide Knie, lass den Ball nach unten sinken. Richte dich wieder auf, streck beide Beine und neige wieder den Oberkörper nach vorne. Reiche zweimal den Ball nach hinten. Halte die ganze Zeit deinen Bauchnabel nach innen Richtung Wirbelsäule gezogen. Bring die Hände dann vor die Brust, drück den Ball zusammen, dreh den Oberkörper nach links. Dreh den Oberkörper wieder nach vorne. Streck die Arme über den Kopf hinweg aus, streck das linke Bein. Beuge beide Beine zu einem 90-Grad-Winkel, streck beide Beine wieder, zurück in den Lunge, letzte Runde. Atme ein, reiche den Ball nach hinten, atme aus, bring ihn wieder nach vorne. Atme ein, den Ball nach hinten, atme aus, wieder nach vorne. Drück den Ball zusammen, führ ihn vor die Brust, dreh den Oberkörper nach links, wieder nach vorne, streck die Arme wieder aus, streck das linke Knie. Beuge beide Beine, der Ball sinkt vor die Brust. Streck beide Beine. Komm zurück in den Lunge und tritt mit dem rechten Fuß nach vorne zum linken. Lass den Ball nach unten sinken vor die Brust, drück ihn zusammen. Und zieh mit der Ausatmung dein rechtes Knie so hoch wie möglich Richtung Brust. Berühre jedes Mal den Ball. Halte den Ball die ganze Zeit zusammengedrückt, deine Ellbogen zeigen zur Seite. Deine Schulterblätter sinken nach unten. Halte dein linkes Bein gestreckt. Zieh den Bauchnabel nach innen Richtung Wirbelsäule. Und richte den Scheitel nach oben auf. Atme jedes Mal aus, wenn du dein Knie hebst. Die letzten zwei. Noch einmal. Und dann löse kurz den Druck von dem Ball. Sehr gut.
Stell deine Füße jetzt eng nebeneinander, die Fußspitzen nach vorne ausgerichtet und streck den Ball nach vorne aus. Atme aus, hebe dein linkes Bein gestreckt, atme ein, lass es wieder sinken. Flexe deinen linken Fuß und bleib ganz aufrecht stehen, ohne dein rechtes Knie zu beugen. Hebe dein linkes Bein immer mit der Ausatmung so hoch wie möglich Richtung Ball. Halte den Ball die ganze Zeit zusammengedrückt. Noch zwei Wiederholungen auf dieser Seite. Noch einmal und wir wechseln das Bein. Atme aus, heb das rechte Bein gestreckt Richtung Ball und lass es mit der Einatmung wieder sinken. Bleib ganz aufrecht stehen. Deine linke Fußsohle fest mit dem Boden verwurzelt. Halte die ganze Zeit den Bauchnabel nach innen Richtung Wirbelsäule gezogen. Und bleib ganz aufrecht stehen. Die letzten zwei. Noch einmal. Dann löse kurz den Druck vom Ball und dreh deine Fußspitzen leicht zur Seite aus. Streck die Arme wieder nach vorne aus und setz den linken Fußballen nach vorne, das Bein leicht ausgedreht. Hebe und senke jetzt das gestreckte linke Bein. Atme immer aus, wenn du das Bein hebst und ein, wenn du den Fuß wieder sinken lässt. Schau, dass du deinen Fuß nicht nach unten plumpsen lässt, sondern dass du ihn kontrolliert wieder am Boden absetzt. Bleib ganz aufrecht stehen und halte beide Beine die ganze Zeit gestreckt. Noch zwei Wiederholungen. Heb das Bein noch einmal und wir wechseln die Seite. Stell den rechten Fuß nach vorne auf den Ballen. Atme aus, heb das Bein, atme ein, lass es wieder sinken. Halte den Bauchnabel nach innen gezogen. Deine Beine sind die ganze Zeit leicht ausgedreht. Und halte dein linkes Knie gestreckt. Die letzten zwei. Noch einmal. Sehr gut, dann löse den Druck vom Ball und schüttel alles etwas aus. Jetzt arbeiten wir uns langsam nach unten auf die Matte. Komm ans Ende deiner Matte und klemm deinen Ball zwischen die Oberschenkel. Deine Fußspitzen sind nach vorne ausgerichtet. Aktiviere deine Oberschenkel und halte den Ball leicht zusammengedrückt. Rolle jetzt Wirbel für Wirbel nach unten Richtung Boden, beuge die Beine und laufe mit den Händen nach vorne in den Vierfüßlerstand. Halte die Knie leicht abgehoben, zieh durch den Scheitel nach vorne und durch die Sitzbeinknochen nach hinten. Beginne jetzt pulsierend deinen Ball mit den Oberschenkeln zu drücken. Zieh die ganze Zeit den Bauchnabel nach innen Richtung Wirbelsäule. Atme tief und voll ein und aus dabei und drücke deinen Ball pulsierend mit den Oberschenkeln zusammen. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und laufe mit den Händen zurück zu den Füßen. Rolle Wirbel für Wirbel nach oben zum Stehen. Lass den Kopf wieder auf die Brust sinken und roll direkt wieder nach unten. Laufe mit den Händen nach vorne in den Vierfüßlerstand. Halte die Knie knapp über dem Boden und tippe immer abwechselnd mit einer Fußspitze zur Seite und setze sie wieder zurück. Atme immer aus, wenn du den Fuß zur Seite tippst und ein, wenn du ihn zurücksetzt in den Vierfüßlerstand. Drück die Hände fest in den Boden. Deine Schulterblätter sinken nach unten Richtung Hüfte. Halte während der ganzen Übung den Druck auf den Ball. Tippe mit jedem Fuß noch einmal zur Seite. Dann laufe mit den Händen zurück zu den Füßen, roll dich wieder nach oben zum Stehen. Roll dich direkt wieder Wirbel für Wirbel nach unten. Beuge die Beine und lauf nach vorne in die Plank-Position. Mit der Ausatmung beuge beide Beine und tippe mit den Knien kurz auf den Boden. Atme ein, streck die Beine wieder. Atme aus, drück dich in den herabschauenden Hund. Atme ein, zurück in die Plank-Position. Atme aus, tipp mit den Knien Richtung Matte, streck die Beine wieder. Herabschauender Hund, schieb die Sitzbeinknochen nach hinten oben. Plank-Position. Die Knie zur Matte, heb sie wieder, schieb dich in den herabschauenden Hund. Halte die ganze Zeit deine Körpermitte aktiviert, drück die Hände in den Boden und halte die ganze Zeit den Druck auf den Ball. Schieb die Sitzbeinknochen nach hinten oben in den herabschauenden Hund. Wir haben noch drei Wiederholungen. Atme aus, setz die Knie ab, Plank-Position, komm in den herabschauenden Hund. Plank-Position, die Knie Richtung Matte, heb die Knie wieder. Drück dich nach hinten. Letzte Wiederholung. Plank. Knie Richtung Matte.
hebe sie wieder, schieb dich in den herabschauenden Hund und bleibe hier kurz. Wenn du möchtest, dann tritt ein paar Mal von einem Fuß auf den anderen. Lass die Knie langsam Richtung Matte sinken. Wenn du möchtest, schüttel die Handgelenke kurz aus und komm dann in den Vierfüßlerstand. Nimm deinen Ball und leg ihn unter dein rechtes Knie. Setz deinen rechten Fußballen am Boden ab, breite deine Finger über den Boden aus und drücke deine Handflächen fest in den Boden. Aktiviere deine Körpermitte und lass die Schulterblätter nach hinten ziehen. Streck jetzt dein linkes Bein nach hinten aus. Mit der Ausatmung hebe das Bein gestreckt ab. Mit der Einatmung lass den Fuß wieder Richtung Boden sinken. Hebe und senke das linke Bein in deinem Atemrhythmus. Und wenn du möchtest, dann strecke deine rechte Fußspitze, sodass du nur noch mit deinem Knie auf dem Ball balancierst. Halte deine ganze Rumpfmuskulatur stabil und kompakt, um die Balance auf dem Ball halten zu können. Noch 4 Wiederholungen hier. Halte den Blick nach unten ausgerichtet. Dein Scheitel zieht nach vorne, deine Sitzbeinknochen nach hinten. Atme ruhig und voll ein und aus. Heb das linke Bein ein letztes Mal. Und dann wechseln wir die Seite. Sehr gut. Leg den Ball unter dein linkes Knie. Setz den linken Fußballen erst am Boden ab. Richte dich hier ein, finde Halt auf dem Ball. Drück deine Finger in den Boden. Und streck dann dein rechtes Bein nach hinten aus. Mit der Ausatmung hebe das rechte Bein gestreckt. Und mit der Einatmung lass das Bein wieder sinken. Wenn du möchtest, dann gehe einen Schritt weiter. Und strecke deinen linken Fuß. Finde deine Balance auf dem Ball. Drück dein linkes Schienbein in den Ball. Stell dir vor, du möchtest die ganze Kraft in deiner Körpermitte sammeln. Halte deinen Rumpf ganz stabil und kompakt. Geh ganz in Ruhe und in deinem Atemrhythmus durch diese Übung. Noch 3 Wiederholungen. Zieh durch die rechte Fußspitze lang nach hinten. Und heb das Bein noch ein letztes Mal. Dann löse die Position und hol den Ball unter deinem Knie hervor. Sehr gut. Komm dann zum Sitzen. Stell die Füße vor dir auf. Und wir gehen weiter mit einer Sequenz für den Bauch, den Rücken und den Po. Nimm den Ball zwischen beide Hände. Drück den Ball sanft zusammen. Die Ellbogen zur Seite zeigen, richte den Oberkörper auf, atme aus, dreh den Oberkörper nach rechts und lass dein linkes Bein am Boden ausgleiten. Atme ein, komm zurück in die Ausgangsposition, atme aus, sinke etwas nach hinten, streck die Arme nach vorne aus, atme ein, komm wieder nach oben, andere Seite, atme aus, dreh dich nach links, streck das rechte Bein aus, atme ein, komm wieder nach vorne, atme aus, sinke nach hinten, der Bauchnabel zieht nach innen. Atme ein, richte dich wieder auf, nach rechts. Lass das linke Bein ausgleiten, komm wieder nach vorne. Zieh den Bauchnabel nach innen, lass dich nach hinten sinken, richte dich wieder auf. Dreh dich nach links, das rechte Bein wird lang, komm wieder nach vorne und sinke nach hinten. Richte dich wieder auf. Halte die ganze Zeit den Ball zusammengedrückt, die Ellbogen zeigen zur Seite. Und schraube den Oberkörper von einer Seite zur anderen. Hab das Gefühl, dein Scheitel zieht dich nach oben dabei. Noch einmal zu jeder Seite. Dreh dich nach rechts. Richte dich groß auf. Dreh dich wieder nach vorne. Sinke nach hinten. Zieh den Bauchnabel nach innen. Richte dich auf und ein letztes Mal nach links. Schraube den Oberkörper nach links. Dreh dich wieder nach vorne. Lass dich noch einmal nach hinten sinken. Und richte den Oberkörper wieder auf. Klemm deinen Ball jetzt zwischen deine Füße. Wir haben noch eine weitere Übung im Sitzen, bevor es dann in Rückenlage weitergeht.
Heb deine Unterschenkel parallel zum Boden ab und flex deine Füße. Die Arme sind ebenfalls parallel zum Boden. Atme ein, streck die Beine und lass den Oberkörper und die Beine etwas Richtung Boden sinken. Atme aus, komm in die Ausgangsposition. Atme ein, streck dich langsam aus und atme aus, Crunch. Halte die ganze Zeit den Bauchnabel nach innen gezogen, Richtung Wirbelsäule. Wenn du merkst, deine Bauchdecke wölbt sich nach außen bei der Übung, dann setz deine Hände auf der Matte ab. Beuge und strecke die Beine in deinem Atemrhythmus und halte die ganze Zeit den Ball zusammengedrückt. Deine Schulterblätter sinken nach unten. Noch 3 Wiederholungen hiervon. Halt durch mit mir. Schau, dass dein Kopf in Verlängerung von deiner Wirbelsäule ist, sodass dein Nacken nicht abknickt. Atme voll und tief ein und aus. Und sinke noch einmal nach unten. Und richte dich wieder auf. Sehr gut. Lass die Beine dann sinken. Löse den Ball zwischen den Füßen und leg dich langsam auf den Rücken. Streck dich einmal auf der Matte aus, räkel dich, bevor wir in unsere nächste Sequenz gehen. Stell deine Füße auf und klemm deinen Ball unter deine rechte Kniekehle zwischen Wade und Oberschenkel. Halte deinen rechten Fuß abgehoben, aktiviere deine Körpermitte, atme aus. Drück die linke Fußsohle in den Boden und heb dein Becken. Atme ein, drehe dein rechtes Knie zur Seite. Atme aus, komm wieder zurück. Atme ein, lass das Becken sinken. Atme aus, streck das linke Bein aus und heb deinen Oberkörper. Atme ein, lass das linke Bein gestreckt aufsteigen. Atme aus, lass es wieder sinken. Atme ein, komm in die Ausgangsposition, beginne von vorne. Atme aus, heb das Becken. Dreh den rechten Oberschenkel im Hüftgelenk aus. Wieder ein. Lass das Becken langsam sinken. Streck das linke Bein und die Fingerspitzen nach vorne aus. Lass das linke Bein aufsteigen. Lass es wieder sinken. Stell das linke Bein wieder auf. Lass den Oberkörper sinken. Heb das Becken. Dreh das Knie zur Seite aus. Halte dabei das Becken stabil. Dreh es wieder ein. Lass das Becken sinken. Heb den Oberkörper, zieh durch die Fingerspitzen lang nach vorne. Lass das Bein aufsteigen. Lass es wieder sinken. Stell den Fuß wieder auf, leg den Oberkörper ab. Drück die linke Fußsohle in den Boden, heb das Becken. Dreh das Knie aus. Wieder ein, halte den Ball zusammengedrückt. Lass das Becken sinken. Streck das linke Bein lang nach vorne aus, heb den Oberkörper. Lass das Bein aufsteigen. Lass das linke Bein bis knapp über den Boden sinken, halte hier und bring deine Hände hinter die Ohren. Mit der Einatmung lass das linke Bein gestreckt aufsteigen, mit der Ausatmung lass es wieder sinken. Während das linke Bein aufsteigt, tippe mit der rechten Fußspitze zu Boden, heb die Fußspitze wieder, während das linke Bein sinkt. Flexe den linken Fuß, während das Bein sinkt und pointe den Fuß, während das Bein aufsteigt. Halte die ganze Zeit die Schulterblätter vom Boden abgehoben, die Ellbogen zeigen zur Seite. Schau, dass du nicht an deinem Nacken ziehst. Dein Bauchnabel zieht nach innen Richtung Wirbelsäule und dein unterer Rücken strebt Richtung Matte. Lass das linke Bein ein letztes Mal aufsteigen, wieder sinken. Lass den Kopf auf die Matte sinken und wir wechseln die Seite. Schüttel kurz dein rechtes Bein aus, bevor du deinen Ball in die linke Kniekehle legst. Halte den Ball die ganze Zeit zusammengedrückt. Zieh den Bauchnabel nach innen. Und mit der Ausatmung hebe dein Becken. Atme ein, dreh das linke Knie zur Seite aus. Dreh es wieder ein. Lass das Becken sinken. Streck das rechte Bein lang nach vorne aus und hebe dabei den Oberkörper. Das rechte Bein steigt auf. Sinkt wieder. Lass den Oberkörper sinken und stell den rechten Fuß auf. Zurück zum Anfang. Drück das Becken nach oben mit der Ausatmung. Mit der Einatmung dreh das Knie zur Seite aus. Wieder ein. Lass das Becken sinken. Zieh mit der rechten Fußspitze nach vorne, heb den Oberkörper. Lass das Bein aufsteigen. Lass es wieder sinken. Stell den rechten Fuß zurück zur Matte. Heb das Becken.
Dreh das Bein aus, halte das Becken möglichst ruhig dabei, dreh es wieder ein. Lass das Becken sinken. Heb die Schulterblätter ab, zieh durch die Fußspitze nach vorne, lass das Bein aufsteigen, wieder sinken. Stell den Fuß auf und wir gehen in die letzte Runde. Drück die rechte Fußsohle in den Boden, dreh das linke Bein aus, wieder ein, lass das Becken sinken, heb den Oberkörper, zieh nach vorne, das rechte Bein steigt auf, sinkt wieder, halte jetzt hier, leg die Hände hinter die Ohren, mit der nächsten Einatmung lass das rechte Bein gestreckt aufsteigen, mit der Ausatmung lass es wieder sinken. Das linke Bein bewegt sich währenddessen in die Gegenrichtung. Tippe mit der linken Fußspitze Richtung Boden, während das rechte Bein aufsteigt und hebe die linke Fußspitze, während das rechte Bein sinkt. Flexe jedes Mal den Fuß, während das rechte Bein sinkt und strecke den Fuß, während das Bein aufsteigt. Die Hände liegen ganz leicht hinter dem Kopf, ohne am Nacken zu ziehen. Heb die Schulterblätter so weit wie möglich ab vom Boden. Atme tief und voll ein und aus. Noch zwei Wiederholungen hier. Lass das rechte Bein aufsteigen. Lass es sinken, zieh durch die Fußsohle von dir weg. Lass es noch einmal aufsteigen. Lass es wieder sinken. Und entspanne. Sehr gut. Löse den Ball aus deiner Kniekehle und schüttel das Bein kurz aus. Klemm den Ball jetzt zwischen deine Knie und stell deine Füße auf. Schließ die Rippenbögen, aktiviere die Körpermitte. Mit der Ausatmung drück deine Fußsohlen in den Boden und heb dein Becken. Beginne jetzt leicht auf und ab zu pulsieren mit dem Becken und drück dabei deinen Ball fest zusammen. Dein Po ist fest angespannt. Dein Bauchnabel zieht die ganze Zeit nach innen Richtung Wirbelsäule. Lass die Arme entspannt neben dir liegen, den Blick Richtung Decke gerichtet. Schau, dass du dein Becken immer nur so weit hebst, dass du von deinen Knien bis zu den Schultern in einer Linie bist. Noch zwei, ein letztes Mal nach oben, halte hier, setz deine Füße ganz eng zusammen und drücke pulsierend mit den Oberschenkeln Richtung Ball. Dein Po ist fest angespannt. Löse den Druck vom Ball immer etwas, um die Oberschenkel dann wieder so fest wie möglich zusammenzudrücken. Die letzten drei, zwei, eins und lass das Becken sinken. Sehr gut. Nimm den Ball jetzt zwischen die Hände, stell die Füße wieder auf, die letzte Übung in dieser Position. Bring die Arme gestreckt hinter den Kopf, den Ball zwischen den Händen, aktiviere die Körpermitte, atme aus, heb das Becken, lass die Arme gestreckt aufsteigen, atme ein, heb die Fersen, atme aus, lass sie sinken, atme ein, streck das rechte Bein nach oben aus, lass es wieder sinken, wechsel das Bein, streck das linke Bein nach oben aus, lass es wieder sinken, komm wieder zurück in die Startposition, beginne von vorne. Atme aus, heb das Becken, heb die Fersen, lass sie wieder sinken, streck das rechte Bein Richtung Ball, lass es wieder sinken, das linke Schienbein Richtung Ball, setz den Fuß zurück zur Matte, die Arme zurück zur Matte, das Becken sinkt. Drück die Fußsohlen in den Boden, heb das Becken und den Ball, heb die Fersen, lass sie langsam wieder sinken. Das rechte Schienbein zum Ball, lass das Bein wieder sinken. Das linke Schienbein Richtung Ball, setz den Fuß wieder ab. Lass das Becken und den Ball sinken. Halte die ganze Zeit den Ball zusammengedrückt. Heb das Becken und den Ball. Heb die Fersen. Lass die Fersen sinken. Streck das rechte Bein nach oben aus, setz den Fuß zurück. Streck das linke Bein nach oben aus. Setz den Fuß zurück zur Matte und lass das Becken sinken. Entspanne. Leg den Ball kurz neben dir ab. Streck dich lang auf der Matte aus. Schenk dir ein Lächeln. Wir gehen jetzt weiter mit einer Sequenz für den Bauch. Schwing dich dafür nach oben zum Sitzen. Und leg deinen Ball unter deinem Rücken ab, ungefähr auf Höhe der Schulterblattspitzen. Ruckel dich hier zurecht, schau, dass du gut liegst. Stell deine Füße auf und leg deine Hände hinter die Ohren, die Ellbogen zur Seite ausgerichtet. Zieh den Bauchnabel nach innen Richtung Wirbelsäule
und halte während der ganzen Übung deine Rumpfmuskulatur aktiviert. Mit der Einatmung öffne dich und lass den Kopf etwas Richtung Matte sinken. Atme aus, heb den Kopf wieder. Atme ein, hebe die Beine angewinkelt ab. Streck ein Bein nach oben, eins nach vorne aus. Winkel die Beine wieder an, wechsel die Seite. Streck ein Bein nach oben, eins nach vorne aus. Winkel die Beine wieder an und setz die Füße zurück zur Matte. Wiederhole das. Atme ein, öffne dich, lass den Kopf Richtung Matte sinken. Atme aus, Crunch. Atme ein, heb die Beine angewinkelt ab. Öffne die Beine und streck sie lang aus. Winkel sie wieder an. Streck die Beine lang aus. Komm wieder zurück. Setz die Füße ab. Lass den Kopf sinken und halte den Bauchnabel dabei nach innen gezogen. Hebe den Oberkörper wieder. Winkel die Beine an. Öffne die Beine wie eine Schere. Komm wieder zurück in die Mitte. Streck die Beine, halt die Ellbogen zur Seite ausgerichtet, winkel die Beine an, setz die Füße zurück zur Matte. Letzte Runde. Atme ein, der Kopf sinkt. Atme aus, heb ihn wieder ab. Atme ein, heb die Beine. Atme aus, streck die Beine aus. Atme ein, winkel die Beine an, wechsel die Seite. Atme aus, streck die Beine. Atme ein, winkel sie an. Atme aus, setz die Füße ab. Sehr gut, lass den Kopf kurz nach unten Richtung Matte sinken. Genieß die Öffnung, atme kurz durch, bevor wir in die nächste Übung gehen. Nimm deine Hände wieder hinter die Ohren und hebe den Kopf. Mit der Ausatmung strecke dein rechtes Bein und zieh mit der linken Hand außen an deinem rechten Bein vorbei. Setz den Fuß wieder ab, wechsel die Seite. Zieh mit der rechten Hand an deinem linken Bein vorbei, zurück in die Mitte, wenn du möchtest, erweitere mit mir die Übung. Streck dein rechtes Bein nach oben, dein linkes Bein nach unten aus, setz die Füße zurück zur Matte. Streck das linke Bein nach oben, das rechte nach unten aus, komm zurück in die Mitte. Atme aus, während du das Bein nach oben ausstreckst, atme ein, wenn du die Füße wieder absetzt. Entscheide selbst, ob du den Fuß am Boden lässt oder das untere Bein nach vorne lang ausstreckst. Halte deinen Bauch und deine Rückenmuskulatur die ganze Zeit aktiv, sodass du ruhig und stabil auf dem Ball liegen kannst. Und schau, dass du deine Schultern und deinen Nacken nicht anspannst. Noch eine Wiederholung auf jeder Seite. Streck dich noch einmal nach links. Und dann lass den Kopf langsam Richtung Matte sinken. Sehr gut. Atme tief durch, genieße die Dehnung, bevor wir mit einer Sequenz auf der Seite liegend weitergehen. Schwing dich langsam nach oben zum Sitzen. Nimm deinen Ball in die linke Hand und komm auf der rechten Seite zum Liegen. Deine Beine sind angewinkelt, übereinander gestapelt, dein rechter Unterarm am Boden abgestützt und deine linke Hand auf dem Ball abgelegt. Schau, dass du in deiner Taille nicht nach unten sinkst, sondern sie aktiv vom Boden weghebst. Hebe dein linkes Bein langgestreckt ab und hebe deine Hüfte. Mit der Einatmung lass das Becken sinken, das linke Bein hebt sich etwas, atme aus, heb das Becken wieder. Atme ein, das Becken sinkt, führe dein linkes Bein nach vorne. Atme aus, heb das Becken, führe das linke Bein wieder zurück. Atme ein, das Becken sinkt, atme aus, heb das Becken, führe das Bein nach vorne und führe das Bein wieder zur Seite. Drücke während der ganzen Übung mit der linken Hand den Ball Richtung Boden. Halte deine Schultern möglichst weit von den Ohren weg. Dein Bauchnabel zieht die ganze Zeit nach innen. Deine seitliche Bauchmuskulatur arbeitet. Atme tief und voll ein und aus. Und halte die ganze Zeit den Druck auf den Ball. Wir haben noch 4 Wiederholungen hier. Wenn deine rechte Po-Hälfte sich langsam meldet, dann halt durch. Wir haben nur noch ein paar wenige Wiederholungen. Du machst das großartig. Die letzten 2. Hebe jedes Mal, wenn du die Hüfte sinken lässt, dein linkes Bein etwas und strecke in der nächsten Runde das Bein lang nach vorne aus. Die letzte Wiederholung. Lass das Becken noch einmal sinken. Halte es jetzt hier zum Abschluss. Versetz den Ball über deine rechte Hand. Roll mit der linken Hand in die Diagonale über den Ball und richte dich wieder auf.
Lass den Oberkörper nach unten sinken, während du über den Ball rollst und drück dich wieder nach oben. Atme aus, wenn du sinkst. Atme ein, wenn du nach oben kommst. Halte das linke Bein die ganze Zeit lang ausgestreckt. Wir sind bei der letzten Wiederholung. Drück dich noch einmal nach oben und lass das Becken sinken. Sehr gut. Klemm den Ball jetzt zwischen deine Füße. Leg dich auf deine rechte Seite und streck den rechten Arm lang nach vorne am Boden aus. Streck deinen linken Arm über deinen Kopf hinweg und halte deine Beine gestreckt etwas abgehoben vom Boden. Die Füße sind geflext. Atme aus, heb den Oberkörper jetzt und lass den Arm zum Knie kreisen. Atme ein, lass den Oberkörper wieder sinken. Atme aus, winkel die Beine an und führe deine linke Hand zum Ball. Komm wieder in die Ausgangsposition, von vorne. Atme aus, heb den Oberkörper. Atme ein, lass ihn wieder sinken, bleib ganz auf deiner Seite. Winkel deine Beine an, die Knie zeigen zur Seite. Leg dich wieder auf die Seite. Halte die ganze Zeit den Bauchnabel nach innen gezogen. Halte die Beine die ganze Zeit leicht abgehoben vom Boden. Zieh durch die Fußsohlen von dir weg. Halte den Ball zusammengedrückt, die Innenseite von deinen Oberschenkeln arbeitet. Wenn du den Oberkörper seitlich abhebst, lass die Schulterblätter nach unten sinken. Zieh deine Schulter nicht nach oben Richtung Ohren. Eine Wiederholung haben wir hier noch. Heb den Oberkörper seitlich noch einmal. Lass ihn wieder sinken. Und zieh mit der Hand Richtung Ball, während du die Beine anwinkelst. Leg dich zurück. Halte die Beine leicht abgehoben, setz deine linke Hand vor dir ab und lege deinen Kopf auf deinem rechten angewinkelten Arm ab. Drücke jetzt pulsierend mit den Füßen Richtung Ball. Deine Füße bleiben geflext. Bleib in einer langen Linie liegen, von deinen Fußsohlen bis zu deinem Scheitel. Die letzten 3, 2, noch einmal und entspanne. Sehr gut. Komm langsam nach oben zum Sitzen. Dein rechtes Bein vor dir, dein linkes Bein angewinkelt hinter dir. Und lass deinen linken Arm weit nach rechts ziehen. Dehne die linke Seite. Lass den Arm wieder sinken und lass den rechten Arm weit nach links ziehen. Lass den Arm sinken und wir wiederholen diese Sequenz auf der anderen Seite. Leg dich auf deine linke Seite. Die Beine angewinkelt, übereinander gelegt und stütz deinen linken Unterarm auf den Boden. Drück mit der rechten Hand den Ball Richtung Boden. Streck dein rechtes Bein lang aus. Schau, dass du nicht in der Taille einsinkst, sondern dich aufrichtest. Heb dein Becken etwas ab. Mit der Einatmung lass das Becken sinken, das rechte Bein steigt etwas auf und drück dich wieder nach oben. Lass das Becken sinken, das rechte Bein nach vorne. Komm wieder zurück in die Anfangsposition. Das Becken sinkt, das Bein steigt etwas auf, drück dich wieder nach oben, bring das Bein nach vorne und wieder zur Seite. Atme ein, sinke nach unten, atme aus, drück dich nach oben. Halte die ganze Zeit den Ball Richtung Boden gedrückt. Lass deine Schulterblätter nach unten sinken. Halte deine seitliche Bauchmuskulatur die ganze Zeit aktiviert. Atme ruhig und voll ein und aus. Wir haben noch 3 Wiederholungen. Halt durch mit mir. Noch 2. Noch eine Wiederholung, bevor wir zum Abschluss über den Ball rollen. Halte das linke Bein noch kurz abgehoben, versetz den Ball über deine linke Hand, rolle mit dem rechten Unterarm über den Ball, richte dich wieder auf. Atme aus, der Oberkörper sinkt nach unten. Atme ein, richte dich wieder auf. Noch 3 Wiederholungen hier. Drück deinen linken Unterarm in den Boden, roll mit deiner rechten Hand über den Ball hinweg und streck dein rechtes Bein lang aus. Drück dich noch einmal nach oben und lass das Becken dann sinken. Sehr gut. Wir kommen zur letzten Übung in der Seitlage. Nimm den Ball zwischen deine Füße. Streck die Beine lang aus.
Streck den linken Arm nach vorne aus. Bring den rechten Arm über deinen Kopf. Halte den Kopf und die Beine leicht abgehoben. Zieh den Bauchnabel nach innen. Mit der Ausatmung hebe den Oberkörper seitlich ab. Der Arm kreist Richtung Beine. Atme ein, sinke zurück. Atme aus, zieh Oberkörper und Ball zueinander. Leg dich wieder zurück in die Seitlage. Richte den Oberkörper seitlich auf. Lass ihn wieder sinken. Zieh die Beine angewinkelt zu dir heran. Die Knie zeigen zur Seite. Und streck die Beine wieder aus. Noch 3 Wiederholungen von dieser Kombo. Bleib ganz auf deiner Seite liegen, während du den Oberkörper hebst. Halte den Ball die ganze Zeit zusammengedrückt und zieh durch die Fußsohlen von dir weg. Die letzten 2 Wiederholungen. Richte dich auf. Sinke Richtung Matte. Lass Oberkörper und Ball zueinander ziehen. Und wir gehen in die letzte Runde. Drück dich noch einmal nach oben. Die Schulterblätter sinken. Der Oberkörper sinkt. Und zieh noch einmal den Ball Richtung Oberkörper. Streck dich wieder aus. Und dann setz deine rechte Hand vor dir ab und leg deinen Kopf auf deinem angewinkelten linken Arm ab. Halte deine Beine abgehoben und drücke pulsierend deinen Ball zusammen. Dein Bauchnabel zieht nach innen Richtung Wirbelsäule. Dein ganzer Körper ist aktiv. Halte die Beine lang gestreckt, während du deinen Ball fest zusammendrückst. Die letzten 5, 4, 3, 2, 1 und entspanne. Sehr gut. Setz dich langsam auf, dein linkes Bein angewinkelt vor dir, dein rechtes Bein hinter dir. Und streck den rechten Arm weit zur Seite aus, über deinen Kopf hinweg. Lass den Arm sinken und streck den linken Arm über den Kopf hinweg nach rechts. Mach die linke Seite lang. Und lass den Arm wieder sinken. Komm dann auf den Bauch. Nimm den Ball zwischen deine Hände. Öffne deine Beine etwas. Leg die Fußrücken am Boden ab. Schiebe deine Hüfte Richtung Boden. Zieh den Bauchnabel nach innen, als würdest du ihn wegziehen wollen von der Matte. Halte deinen Oberkörper leicht abgehoben vom Boden, der Blick nach unten gerichtet. Streck deine Arme über den Kopf hinweg aus, den Ball zwischen den Händen. Und heb deine Beine ab. Drücke jetzt den Ball zusammen und schließe währenddessen deine Füße. Öffne die Beine wieder, während du den Druck löst. Atme aus, während du Druck aufbaust und die Beine schließt. Und atme ein, wenn du den Druck wieder löst. Halte die Arme lang nach vorne ausgestreckt und lass die Schultern in die Gegenrichtung ziehen. Deine Fußspitzen ziehen lang nach hinten. Halte den Bauchnabel nach innen gezogen. Dein Blick ist nach unten ausgerichtet. Wir haben noch 5, 4, 3, 2. Drück den Ball ein letztes Mal zusammen und entspanne. Sehr gut. Schieb dich langsam zurück auf deine Unterschenkel. Komm in die Kindspose. Lass den Rücken kurz entspannen. Leg die Arme entspannt am Boden ab. Deine Stirn ruht am Boden. Entspanne hier, bevor wir in unsere letzte Sequenz gehen vor dem Stretch. Richte dich langsam auf zum Sitzen. Klemm den Ball zwischen deine Oberschenkel. Komm in einen Vierfüßlerstand. Setz die Fußballen auf. Und heb die Knie ein Stückchen vom Boden weg. Dein Bauchnabel zieht nach innen, drück mit den Beinen den Ball zusammen. Jetzt tritt entweder mit den Füßen nacheinander nach hinten in die Plank-Position und dann wieder nach vorne. Oder setz beide Füße gleichzeitig nach hinten und wieder nach vorne, indem du einen kleinen Sprung machst. Halte die ganze Zeit den Ball fest zusammengedrückt und schau, dass der Bauch weder in der Plank-Position noch in der Vierfüßler-Position nach unten sinkt. Halte die ganze Zeit den Bauchnabel nach innen gezogen, Richtung Wirbelsäule. Dein Po ist fest angespannt. Noch 2 Wiederholungen. Dann bleibe in der Plank-Position. Beuge die Beine, lauf mit den Händen Richtung Füße und roll dich nach oben.
Komm an den Stuhl, streck die Arme über den Kopf hinweg aus und beginne hier auf und ab zu pulsieren. Zieh den Bauchnabel nach innen, hab das Gefühl, du möchtest dich auf einen kleinen Stuhl setzen. Das Gewicht ist eher in den Fersen hinten. Richte dich dann auf zum Stehen. Komm nach oben auf den Ballen, heb die Fersen, lass sie wieder sinken und rolle Wirbel für Wirbel nach unten, komm in die Plank-Position. Richte dich hier ein, such dir deine Variante aus, ob du mit den Füßen vor und zurück springst oder nacheinander die Füße versetzt. Halte die Bauchmuskulatur fest aktiviert dabei, drück die Hände in den Boden. Noch einmal vor und zurück. Dann lauf mit den Händen Richtung Füße, beuge die Beine dabei. Komm nach oben in die Stuhlposition. Wenn du möchtest, dann setz die Füße etwas enger zusammen, drück den Ball fest zusammen und pulsiere auf und ab. Lass die Schulterblätter nach unten sinken, die Sitzbeinknochen ziehen nach hinten unten. Noch 2, 1. Streck die Beine, komm nach oben auf den Ballen. Setz die Fersen wieder ab. Roll ein letztes Mal Wirbel für Wirbel nach unten, beug die Beine und lauf nach vorne in eine Plank-Position. Setz die Knie jetzt am Boden ab, zieh den Bauchnabel nach innen und wir haben in dieser Position 10 Push-Ups. Lass den Oberkörper sinken und drück dich wieder nach oben. Atme aus, lass dich nach unten, atme ein, drück dich nach oben. Lass die Arme eng am Körper, der Blick nach unten gerichtet. Halt durch, wir haben es gleich geschafft. Lass den Oberkörper Richtung Boden sinken, drück dich wieder nach oben. Wir haben die letzten 3, 2, noch ein letzter Push-Up, drück dich nach oben. Sehr gut, heb die Knie ab vom Boden, lauf mit den Händen zurück zu den Füßen. Und wir gehen in unsere letzte Runde im Stuhl. Mach dich bereit, drück den Ball zusammen und pulsiere auf und ab. Setz dich möglichst tief, deine Rippenbögen und dein Schambein ziehen aufeinander zu, die Schulterblätter sinken, noch 3, 2, 1. Halte jetzt hier und wir gehen in den Endspurt. Drück den Ball pulsierend zusammen, atme tief und voll dabei, sinke noch ein Stückchen tiefer. Wir haben noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, einmal noch, dann komm nach oben zum Stehen. Hervorragend, du bist großartig. Schüttel die Beine etwas aus, leg den Ball jetzt beiseite und wir sind bei unserem wohlverdienten Stretch angekommen. Sehr gut. Wenn du möchtest, dann trink einen Schluck. Und wir treffen uns dann am vorderen Ende der Matte. Stell die Füße hüftbreit auseinander und lass den Oberkörper lang nach unten sinken, in die Vorwärtsbeuge. Wenn du möchtest, dann umfasse mit den Händen deine Fußgelenke, zieh den Oberkörper sanft etwas näher an deine Beine heran. Wenn du möchtest, dann verschränke die Hände an den Ellbogen. Lass den Atem jetzt zur Ruhe kommen, sei stolz auf dich und lass den Körper langsam zur Ruhe kommen. Beuge die Beine dann so weit, dass du die Fingerspitzen am Boden absetzen kannst und mach mit dem rechten Fuß einen großen Schritt nach hinten in den Lunge. Zieh durch die rechte Ferse nach hinten. Lass das rechte Knie dann Richtung Boden sinken. Setz deine Hände auf dem Oberschenkel ab. Schieb deine Hüfte sanft nach vorne, dehne den Hüftbeuger. Und wenn du möchtest, dann lass den rechten Arm über den Kopf hinweg nach links ziehen. Die rechte Seite lang. Dehne deine rechte Leiste. Dann lass den Arm wieder sinken und greife mit dem linken Arm nach hinten, umfasse deinen rechten Fuß und zieh den Fuß sanft Richtung Hüfte heran. Dehne den rechten Oberschenkel.
Löse den Fuß wieder. Setz deine linke Fußspitze Richtung rechten Mattenrand. Richte den Oberkörper auf. Und wenn du möchtest, dann lass dich nach unten in die schlafende Taube sinken. Dein rechter Fußrücken ruht am Boden. Deine Hüfte sinkt Richtung Boden. Entspanne die Schultern, die Arme. Richte den Oberkörper langsam wieder auf. Setz den rechten Fußballen auf. Setz den linken Fuß nach hinten und schieb dich in den herabschauenden Hund. Wenn du möchtest, dann tritt ein paar Mal von einem Fuß auf den anderen und lauf dann Schritt für Schritt nach vorne zu den Händen in die Vorwärtsbeuge. Setz deine Fingerspitzen auf und tritt mit dem linken Fuß weit nach hinten in den Lunge. Richte dich hier ein. Lass dann dein linkes Knie Richtung Boden sinken. Die Hüfte nach vorne ausgerichtet. Bleibe entweder hier oder lass deinen linken Arm über den Kopf nach rechts ziehen. Dehne die linke Seite. Dehne den linken Hüftbeuger. Setz beide Hände zu Boden. Greif mit der rechten Hand nach hinten, umfasse deinen linken Fuß und zieh den Fuß vorsichtig Richtung Hüfte heran. Dehne deinen linken Oberschenkel. Atme ruhig ein und aus dabei. Löse die Dehnung langsam wieder und setz deinen rechten Fuß Richtung linke Mattenkante. Richte die Hüfte nach vorne aus. Dein linker Fußrücken ruht am Boden. Und wenn du möchtest, lass den Oberkörper nach vorne sinken, die Stirn Richtung Boden, in die schlafende Taube. Lass den Körper langsam immer mehr entspannen, die Muskeln immer mehr loslassen. Lass den Atem ganz ruhig ein- und ausströmen. Richte dich dann langsam wieder auf und bring dein linkes Bein nach vorne zum rechten. Komm zum Sitzen. Streck dein linkes Bein zur Seite aus. Dein rechtes Bein ist vor dir angewinkelt. Und lass den rechten Arm über den Kopf hinweg nach links ziehen. Schau, dass beide Sitzbeinknochen am Boden sind. Löse die Dehnung langsam wieder, wechsel die Seite, winkel dein linkes Bein vor dir an, dein rechtes Bein zur Seite ausgestreckt, beide Sitzbeinknochen am Boden und lass den linken Arm weit nach rechts ziehen. Mach die linke Seite lang. Richte dich langsam wieder auf. Bring beide Fußsohlen zueinander. Setz dich aufrecht hin.
Umfasse mit deinen Händen deine Füße. Lass die Knie Richtung Boden sinken und lass den Oberkörper langsam nach vorne sinken, in den Schmetterling. Schau, dass du einen angenehmen Stretch über den gesamten Rücken hast. Lass die Knie immer weiter Richtung Matte sinken. Richte dich langsam wieder auf zum Sitzen. Setz dich bequem hin. Jetzt schau, was du hier am Ende von dieser Einheit noch brauchst. Kreise die Schultern, dehne den Nacken. Schau, was sich jetzt noch gut anfühlt und mach genau das. Mit der nächsten Einatmung lass die Arme über die Seite aufsteigen, streck dich nach oben aus. Atme aus, bring die Hände vors Herz und schließe hier kurz die Augen. Nimm dir einen kurzen Moment, einfach nur in dich reinzuspüren, wie es dir jetzt geht, wie sich dein Körper jetzt nach dieser Einheit anfühlt. Entspanne dein Gesicht, deine Schultern. Schenk dir selbst einen liebevollen, wertschätzenden Gedanken. Ich sage vielen Dank, dass du mit mir auf der Matte warst und bis zum Schluss dran geblieben bist. Wenn es dir gefallen hat, dann würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Ich wünsche dir einen wunderschönen restlichen Tag und ich freue mich aufs nächste Mal. Mach's gut. Tschüss.